Und das Paar wird gefeiert hier von den Zuschauern in Hagen. Mega, mega tolle Momente drin. Eine ganz tolle Art des Miteinanders. Super Highlights da drin gehabt. Also für mich ein absolutes Highlight. Zum Beispiel der erste starke Trab. Ich dachte, ich schnall mich an hier auf meinem Stuhl. Ganz, ganz klasse. Sehr schöne Wechseltouren. So easy, locker, lässig nach vorne. Ganz tolle Traversalen. Drei Grundgangarten, die wirklich, glaube ich, vom alleroberfeinsten sind. Mega viele Highlights. Leider einen dicken Patzer drin. Ich glaube, ganz ehrlich, sie hatte so schöne Einer, sie hatte so schöne Zweier. Und auf der Jokerlinie für mich sah es so aus, als ob sie sich gar nicht so richtig entscheiden konnte. Was mache ich denn jetzt eigentlich? So ein bisschen halbherzig dann in die Linie gestartet ist und am Ende kam sie dann da durcheinander. Und ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, wie es ihnen ging, nach diesen missglückten Serienwechseln war sie auch so ein bisschen gehandicapt noch auf der nächsten Linie. Der starke Trab dann ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber danach waren sie wieder voll da. Wow! Dass das ein cooles Ergebnis wird, war klar. Über 80, fast 82%. So, jetzt wird aber mal hier aufgefahren. Wahnsinnig. 81,95%. Wir werfen jetzt mal ganz kurz einen Blick auf das vergangene Jahr. Da wurde Annemette Strand bei Hansen Europameisterin in der Kür mit 79%. Die hätte ja dies Jahr damit schon mal auf jeden Fall nicht Gold. Das ist ja aufregend jetzt hier gerade. Das ist aber, finde ich, einfach klasse zu sehen. Ne? Sie hatte so viele Highlights, dass die einmal unsichere Wechsellinie ihr da jetzt Gott sei Dank nicht offensichtlich zu hart ins Gewicht gefallen ist. 81,955.